Again, the artists look very good in the exhibition because of the work of the installation crew. There is no finer group of people than the installation crew that we have during days and months of installing the exhibition. And the exhibition looks the way it does because of their commitment, their efforts, and I would like, on behalf of my colleagues, to again thank all of them and please have a good evening. Thank you. Die Documenta 11 begann schon nach der Documenta 10 im Jahre 1998. Da wurde seitens des Aufsichtsrates eine Findungskommission ins Leben gerufen. Vier Frauen und vier Männer aus Europa und Amerika hatten den Auftrag, einen künstlerischen Leiter oder eine künstlerische Leiterin zu finden. Und das gesamte Jahr 1998 war damit befasst. Man kann natürlich nicht erwarten, dass ein Kandidat, der eingeladen wird, sich vorzustellen, eine Konzeption vorzustellen, vier Jahre vor der Documenta bereits das vorstellt, was er einmal machen will. Das heißt, insofern hängt doch sehr viel eigentlich auch von dem Charisma des Kandidaten ab, wie er eigentlich seine Auffassung von Gegenwartskunst definiert, wie, welche Position er der Kunst zuschiebt, wenn er die sozialen Einbindungen sieht, alles das spielt eine Rolle, was sich so in einem Gespräch dann herauskristallisieren kann. Mit dieser Findung werden natürlich irgendwo auch die Weichen mitgestellt, in welche Richtung die nächste Documenta sich entwickeln könnte, von der man ja noch gar nichts weiß, denn es findet ja vier Jahre vor der Documenta statt. I think it's something that I'm, you know, terribly proud of. I think my feelings when I was first elected were a sense of elation, a sense of just genuine, you know, delight, without even thinking about the challenges ahead and so on. And so it's meant a great deal intellectually, it's meant a great deal curatorially, to be able to work on this level of complexity and on this level of material support for all the ideas that have come out of Documenta 11. Räume auf dem gegenüberliegenden, der gegenüberliegenden Seite dieses Lagerkellergangs. Da sind halt einfach noch die Räume in der Form, wie sie die Brauerei hier verlassen hat. Da wurden halt die Tanks rausgeräumt, aber die Architektur ist noch so, wie sie früher war. Ja, mein Name ist Markus Müller, ich bin Leiter der Kommunikation der Documenta 11. Im Bereich der Kommunikation geht es zunächst mal um das Verhältnis der Documenta zur Außenwelt, und das umfasst dann sowohl Privatmenschen als auch Sponsoren als auch Medienpartner, Journalisten und so weiter. Die Documenta besteht aus fünf Teilen, fünf Plattformen, und vier dieser Plattformen, die im Vorfeld stattfinden, sind dezidiert, wenn man so will, mit einem theoretischen Schwerpunkt versehen. Also für uns war es extrem wichtig, also sozusagen, wir verstehen ja auch Kunst als eine andere Form der Wissensproduktion, wo eben nochmal andere Sprachen, andere bilderische Sprachen, aber generell auch andere Sprachen, andere Stimmen sozusagen Wissen akkumulieren, Wissen umsetzen, übersetzen.
Und die Plattformen sind für uns auch ein Stück weit, was wir so mit transparenter Recherche bezeichnen. Der Weg auch zur Plattform 5, zur Ausstellung, sozusagen auch die Diskurse, in die wir eingebettet sind, auch für uns zu vertiefen, die mit anderen, die diese Diskurse generieren, zu teilen, das zusammenzutragen. Die fünfte Plattform hier in Kassel ist eine Kunstausstellung, wird eine Kunstausstellung sein, soll eine Kunstausstellung bleiben. Und da bringt jeder Besucher seine eigene Theorie mit. Ansonsten hoffen wir, dass er Spaß und Kritik und Auseinandersetzung mit den Kunstwerken hier in Kassel findet. Und was bringen die Ausstellungsmacher mit? Gute Nerven, wenig Schlaf und ich versuche immer mit aufhören zu rauchen. Hauptteil der Arbeit, auch bedingt durch das nicht vorhandene Marketingbudget der Documenta, ein Hauptteil der Arbeit fließt in die Kooperation mit Medien. Die Documenta wirbt für sich im Grunde genommen durch redaktionelle Meldungen in den Medien und muss deswegen ein entsprechend intensives Verhältnis zu Medien aufbauen. Und dann geht es um die Abstimmung mit Sponsoren. Dafür gibt es sozusagen eine eigene Abteilung in unserer Abteilung, die Marketingabteilung. Wie sieht das denn eigentlich mit den Sponsoren aus? Kann man da schon ein bisschen was dazu sagen? Denn Sponsoren sind ja wichtig für so eine Documenta. Ja, und ich glaube, das wird dann ein Pressetermin, den wir noch... haben sie, aber wir haben sie noch nicht veröffentlicht und da müssen noch Verträge unterschrieben werden. Dicker, kurzer, eckiger. Ja. Und die gibt es definitiv nicht. Genau. Mehr. Es wäre eine Alternative, die hier zu benutzen. Ja, oder eben diese kurzen unten. Wobei eigentlich die pfiffiger sind. Es ist so, dass wir leider kein Geld haben, die Produkte selber zu produzieren. Das heißt, ich musste eine Agentur suchen oder jemanden suchen, der ins Risiko geht, um diese Produkte herzustellen. Und hat hier Kanz, hat letztes Mal schon das Merchandising gemacht für die ganzen Documenta 10 Produkte. Einfach dieses mit dem Inlay. Also die wäre da draußen nicht bedruckt, sondern hätte das Inlay, hat entsprechend die Bodenfalte. Und die ist jetzt auch noch zu groß, weil da war ja angefragt 35 oder 35. Die ist einfach jetzt im Moment noch zu groß. Und das wäre jeweils am Rand. Soll. Letztes Mal haben die einfach gesagt, die 10 Produkte und da packen wir überall das Logo drauf, okay. Und jetzt ist es so gewesen, dass Ogvi Envisor vorhatte, Designerprodukte zu machen. Und ich habe versucht zu sagen, okay, ein paar einfache Produkte wie Tasse, wie Baseball Cup, aber damit wir Geld verdienen, aber es muss auch ein paar Designerprodukte geben. Das war eigentlich der Start der Verhandlung. Jetzt nehmen wir die übelste Variante, das ist jetzt so angesehen. Ja? Plakat. Und jetzt guckst du, ob sie in Blau vielleicht gibt. Es gibt ja blaue Müllbeutel und Gefriersäcke. Oder was haben Sie gesagt? Matt, gell? Kein Blau. Ha? Durchsichtig. Kein durchsichtig Blau. Durchsichtig Blau. Nur durchsichtig. Oder milchig. Ja, und unter auf den Rand, Millimeter hoch, drucken wir Documenta drauf. Und das ist jetzt die dritte Sitzung, die so ähnlich gelaufen, also alle so ähnlich gelaufen, weil es natürlich immer darum geht, dass die Geld verdienen wollen, wobei man ganz klar sagen muss, dass wir auch den Gewinn werden wir uns teilen. Also wir haben auch ein Interesse, Geld zu verdienen, aber ich habe von der künstlerischen Leitung gewisse Vorgaben, gewisse ästhetische Vorgaben. Das heißt, ich muss jetzt hier irgendwie so den Gap machen zwischen Ästhetik und Wirtschaftlichkeit. Und darum geht diese ganze Verhandlung. Das habe ich hier in der
Also ich meine, wir haben uns jetzt, haben mir jetzt sehr viel Mühe gegeben mit dem Merchandising. Und Herr Bardo, ich würde einfach, wir fahren jetzt total offen mit den Sachen, die wir hier versuchen zu machen. Ich habe mich jetzt sehr eingesetzt dafür, aber ich würde jetzt auch von Ihrer Seite erwarten, dass Sie genauso, also wenn das nicht machbar ist, dann brauchen wir gar nicht darüber weiter zu diskutieren. Ja, also wir haben ja, das sind ja sehr viele Arbeiten, das ist eine sehr große Arbeit, die aus über 4000 einzelnen Blättern besteht. Und momentan rahmen wir einfach diese ganzen 4000 und parallel dazu, seitlich versetzt, ein bisschen nach hinten, fängt ein Hängeteam an, die an die Wand zu hängen. Ist das angeschlossen? Boah, dann geht das ja hoch und rum. Da kommt dann irgendwann gegen das Vorgehen. Mein Name ist Jonas Kühn. Ich bin Teil des Büros Kühn-Malvezzi. Unser Büro ist ansässig in Wien. Dort sind Simon Malvezzi und Wilfried Kühn tätig. Und ich habe hier das Projektbüro in Kassel im Moment. Das ist sicherlich ein sehr bedeutender Auftrag. Also von der Größenordnung her, wir sind ein kleines Büro und sind ein junges Büro, sind am Beginn. Und das ist natürlich ist eine Sache, die wird sicherlich innerhalb jetzt der Sachen, die wir bisher gemacht haben, ist die schon herausragend. Das ist ganz klar. So der ganze Hype um diese Liste der 100 Künstler. Ist natürlich in dem Moment, wo man damit einfach täglich umgeht, ist dann natürlich eine Sache, man weiß darum, aber in der Arbeit ist es natürlich ganz was anderes. Ne? Das ist dann schon einfach auch dieses, na, wie bekommen wir das jetzt überhaupt hin? Also das hat diese zwei Seiten einfach, die es sehr besonders machen, dass man einerseits weiß, man arbeitet für herausragende Künstler. Das heißt also, es ist nicht für irgendjemanden, für den wir hier arbeiten, und wir haben besonderen Kurator, und das ist natürlich eine Sache, die schon erstmal einfach den Anspruch sehr hoch legt. Das ist auf jeden Fall auch eine Motivation. Wobei dann die Auseinandersetzung mit der Kunst, das finde ich jetzt besonders spannend, muss ich sagen, mit den Künstlern, ne? Dass man Künstler anruft und dann nochmal Dinge abklärt und jetzt im Gespräch ist. Das ist eigentlich auch eine Weise, wie man mit der Kunst normalerweise nicht umgeht. Ne? Und gleichzeitig ist natürlich das dieses Tagesgeschäft, ne? Dass man eine Baustelle hat und dass man sich um all diese kleinen Dinge kümmern muss, damit es nachher funktioniert. All das, was wir hier sehen, ne? Das ist natürlich dann so die Sache, die nachher niemand mehr sehen wird, aber wo wir uns Gedanken machen müssen. Der Arbeitstag, der ist eigentlich 24 Stunden. Ne? letztlich ist das eine Zeit, wo man sich mit kaum was anderem beschäftigen kann. Das ist sicherlich so. Also das sieht man noch heute. Ne? Also jetzt haben wir ja Ostern und wir sitzen im Büro und machen unsere Pläne. Und draußen ist das schöne Wetter. Das ist so, aber also da gibt es auch keinen Moment für mich, dass ich jetzt sage,
ich muss jetzt irgendwie frei haben und das wäre die Sache nicht wert. Das ist auf jeden Fall nicht so. Am Abstimmen. Wir hatten eben eine 70-30 Mischung. Wollen wir jetzt 75-25 gehen oder wollen wir gleich auf 80-20 gehen? Also ich finde, es ist zu wenig Unterschied noch. Also muss schon noch ein bisschen kräftiger, dann gehen wir gleich. Also das 80, ist jetzt meine Intuition. Und ja. Der Wollmann wollte unbedingt dann bei dem Geld dabei sein. Ich hatte gedacht, Sie rufen dann an oder er ist bei Ihnen. Nee, leider nicht. Genau, das ist jetzt hier, weiß nicht, ob ich das nehmen darf, ich lege es gleich wieder zurück. Das ist zum Beispiel, das ist nochmal ein anderes Material. Das ist nämlich die Dauerkarte. Die kommt auf Plastik, weil die halten muss. Und, das ist noch ganz nass. Ich glaube, ich muss es gleich zurücklegen. Und die Dauerkarte, haben wir gesagt, stempeln wir quasi gleich das Datum ein. Und ja, das ist jetzt, hat den grünen Farbton. Die haben wir schon abgesegnet letzte Woche. Das ist das, was Sie als erstes gedruckt haben. Documenta Volta. Ja, also man könnte auf jeden Fall schon mal einen Rundgang machen durch das Bataille-Projekt von Thomas Hirschhorn, das in einem Stadtteil von Kassel installiert wird. Kunst ist für mich ein Werkzeug. Kunst ist für mich ein Werkzeug, die Welt zu erfahren, in der ich lebe. Kunst ist für mich ein Werkzeug, mich mit der Zeit, in der ich lebe, auseinanderzusetzen. Und Kunst ist für mich ein Werkzeug, mich mit der Realität, in der ich lebe, zu konfrontieren. Das ist die komplette Liste von allen einzelnen Bildern und das sind insgesamt 3478 auf den runden Wänden. An den Seiten hängen da noch mehr. Über drei Stockwerke verteilt. Ja. Also fast 4000 Bilder insgesamt. Mhm. Hier gab es Probleme. Und da, nee, da warst du nicht gut gelaunt. Da hat ein Bild gefehlt hier. Nein, mit Bekannten hat das auch gar nichts zu tun. Also Sie können sich da ruhig drauf verlassen. Definitiv wird hier für andere Bereiche nicht mehr gesucht. Ne? Für die Info, das bedeutet allerdings, dass Sie wenigstens zwei Fremdsprachen sprechen können. Recht gut. Und in Kassel sehr gut Bescheid wissen. Nach dreimal weiß man ja ungefähr, was einen erwartet. Und nach dem letzten Mal war schon relativ klar, dass man nach ziemlich kurzer Zeit anfängt, irgendwie Documenta zu atmen und zu essen und zu schlafen und so weiter.
Und natürlich tritt man an und sagt, okay, ich vernachlässige mein Leben nicht, ich ernähre mich gesund, ich schlafe regelmäßig, ich versuche alte Sozialkontakte aufrechtzuerhalten. Nach einem Monat ist das dann irgendwie passé und sozusagen man schaltet sich ja auch ein Stück weit von der normalen Außenwelt ab. Also im Pressebüro, im Kommunikationsbüro ist es vielleicht noch ein Stück weit ganz angenehm, weil man ja gezwungen ist, mit permanenten Außenkontakten umzugehen und wir müssen die Zeitung lesen und gucken, ob was über die Dokumenta drinsteht. Insofern hat man noch so ein kleines bisschen von Außenbindung und Außenkontakt dabei, aber es stimmt schon. Also Freunde von Mitarbeitern hier im Büro sagen sowieso immer nur, ihr seid einem Kult beigetreten und irgendwie sagt mir, wenn es vorbei ist. Unter der Kommunikationsabteilung, die von Markus Müller geleitet wird, sozusagen drei Bereiche so angegliedert sind. Das ist einmal der Bereich Kommunikation, der sich auf zwei Personen teilt, der Bereich Marketing. Und ich habe gerade vor kürzerem so etwas wie einen neuen Jobtitel bekommen, der heißt Communication Editor. Was das bedeutet, ist, dass im Prinzip alles, was irgendwie schriftliche Mitteilungen, sei es Pressemitteilungen, sei es, ich betreue den Kurzführer als koordinierender Redakteur komplett mit, ich schreibe für den Kurzführer, ich sozusagen gehe nochmal über Pressemitteilungen, über Interviews, über sozusagen alles, was über die Programmhefte, die für die einzelnen Plattformen gemacht werden, sozusagen all diese Dinge, die auf einer, sagen wir mal, inhaltlichen Ebene schriftlich die Dokumenta nach außen darstellen, gehen in irgendeiner Weise über meinen Schreibtisch. Eine Sache, die mir eingefallen ist zu einer News, vielleicht würde das irgendwann Sinn machen, eine separate News reinzusetzen, wo Presseeröffnung, Pressekonferenz, Vorbesichtigung, also Daten angekündigt sind. Ja. Weil ganz viele Leute, die hier diese E-Mails schreiben, wollen einfach nur wissen, wann ist die PK. Das würde uns ungefähr 100 E-Mail-Anfragen am Tag ab vom Hals halten. Sind das eigentlich nur Journalisten, die das fragen? Oder sind das? Das sind Journalisten und Museum Professionals. Aber das muss man sich einfach überlegen, dass man auch klar macht, PK ist nur für Pressevertreter, Preview-Tage ist nur mit separatem Ticket. Das sind wahrscheinlich Dinge, die Sie schon kennen, oder? Ja. Ja, schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Ich möchte ganz kurz etwas zum Ablauf des heutigen Tages, heutigen Vormittags sagen. Es geht um die Vorstellung der Künstlerliste der Dokumenta 11. Sie alle haben mittlerweile eine unserer Pressemappen, die darauf angelegt ist, dass Sie alle auch zu unseren folgenden Pressekonferenzen kommen und das Material sammeln, das wir Ihnen anbieten werden. In der Pressemappe finden Sie die Liste und zwei Folder. Außerdem gibt es eine CD-ROM. We have overall, among the group of artists, 118 in total. But one thing that I would like to say that characterizes this list, that is it's exceedingly and exactly transnational in its focus. And by that, I think it's already become very clear that what in the past few years has seemed to be a rather given reaction to notions such as transnational, or when the notion of global is inserted into the context of an exhibition. And that is to say that what drives the invitations that we've made to the artists is really the project of the artists themselves, and the rigor and the persuasive nature of each of the projects that will be presented. And in terms of those projects, there are overall 79 new
projects, completely new projects, some of which are co-productions with a number of other institutions. And we have also commissioned works across every conceivable media you can think of, painting, sculpture, photography, film, video, web. Ja, normale Pressekonferenz, würde ich sagen. 200 Leute da und wir haben die Liste veröffentlicht. Ich bin sehr stolz auf meine Kollegen, die diese CD-ROM erarbeitet haben. Das war sehr viel Arbeit. Leider gibt es ein paar Schreibfehler, aber ansonsten glaube ich, hat es noch keine Pressekonferenz gegeben, bei der die Leute so viel Material gekriegt haben. Einen Monat vor der Ausstellung. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir daraus machen. Letztlich ging es um die Veröffentlichung einer Liste und ich fand es schon erstaunlich, dass so viel gefragt wurde. Sie waren ja jetzt ja auch schon auf einer Reihe von Pressekonferenzen, die wir gemacht haben. Und ich habe ja auch schon Pressekonferenzen erlebt in diesem Zusammenhang, da hat niemand irgendwas gefragt. Also insofern guter Mittelwert, würde ich sagen. Meine Aufgabe hier als Hausverantwortlicher, nennt man das, glaube ich, hier im Einzelnen, ist im Endeffekt die Supervision. Eigentlich bin ich hier eine Art Synapse zwischen der künstlerischen Leitung, deren Assistenz und im Allgemeinen zwischen den Handwerkern, die von außen kommen, und den Leuten, die hier für die Arbeit im Haus angestellt sind. Und meine Arbeit ist, diese Geschichten, Arbeiten, Absprachen zu koordinieren. Im Augenblick, was mich erwartet, ist viel Flachware. Also wir haben sehr viel Fotografie hier im Haus. Es ist jetzt Gott sei Dank alles so weit, dass wir bestücken können. Und es gibt noch ein paar kleine Bauarbeiten, die aber so am Rande liegen, dass man sie jetzt noch machen kann. Und was spannend wird, wird wahrscheinlich auch noch die technische Bestückung werden, weil da ist alles noch so ein bisschen lose und wird gerade erst eigentlich vor Ort gebracht, und da werden mit Sicherheit noch etliche Probleme auftauchen. Es ist auch so, dass auch jetzt Künstler, die sehr spät eigentlich ihre Räume zugewiesen oder bekommen haben oder gefunden haben, wie man das auch immer nennen mag, jetzt natürlich auch noch mit Ideen kommen, künstlerische Umsetzungen, Vorhaben, und das wird sehr spannend, weil etliches vielleicht dann eben nur mit Ach und Krach noch bewältigt werden kann, was heißt irgendwie, dass man in der Früh um 7 anfängt und nachts um 11 aus dem Haus kommt. Ja, wir sind ja sozusagen auch wie so eine Art, Adjunct Elemente. Wir sind ja nicht angestellt bei der Documenta. Die Kuratorinnen arbeiten über einen freien Vertrag. Wir haben alle weiterhin unseren Beruf, wo wir eigentlich auch schwerpunktmäßig unser Einkommen verdienen. Also das läuft nicht über die Documenta. Und insofern war es für uns auch wichtig, mit unserer eigenen Struktur zu arbeiten. Das ist natürlich finanziell nicht ganz einfach, aber es wäre sonst nicht zu schaffen. Zunächst hatten wir eigentlich eine sehr viel strukturiertere Aufgabenverteilung. Also es waren zunächst geplant, dass 4 der Co-Kuratorinnen direkt mit Ockwin Wes an der Ausstellung arbeiten. Und Susan Gass mehr für Produktion zuständig ist, Mark Nash mehr für Film. Stimmt gar nicht, sogar 3 nur an der Ausstellung. Und Sarat Maharaj mehr auch für die Plattformen. Und die eigentlich ziemlich zügig angedacht waren, aber dann hat sich gleich beim ersten Treffen ergeben, dass wir einfach gemeinsam alles erarbeiten. Ja, also ich würde schon sagen, einfach, ich komme von einem feministischen Hintergrund, dadurch ist mir sozusagen Auseinandersetzung mit gegebenen Strukturen, Aufbrechen von existierenden Strukturen, einfach ein Selbstverständnis immer schon meine Arbeit gewesen, aber die Auseinandersetzung jetzt auch nochmal mit Postkolonialismus, mit Ausgrenzung, mit Migration, auch mit Rassismen, das war schon nochmal was, was ich sehr intensiv durch die Zusammenarbeit mit Ockwin Wes, mit Sarat Maharaj und mit meinen Kolleginnen erfahren habe. In dieser Intensität habe ich das sonst nicht erfahren. Irgendwo müssen die Jungs holen.
Barbara? Ja? Mein Name ist Barbara Heinrich, ich bin Registrar der Documenta 11. Ich bin zuständig für die Ausleihe, die Versicherung und den Transport aller Arbeiten. Also vom Ablauf her ist es so, dass natürlich die künstlerische Leitung erstmal entscheiden muss, welche Künstler lädt man ein und mit welchen Arbeiten lädt man sie ein. Aber sobald es klar ist, wird der Leihvertrag mit den Künstlern oder den jeweiligen Leihgebern abgeschlossen. Wenn der abgeschlossen ist, müssen alle Arbeiten versichert werden. Das heißt, ich arbeite mit einer Versicherungsfirma zusammen, die von mir die Informationen dazu bekommt, was sie versichern soll. Dann arbeite ich mit einer Transportfirma zusammen, einer Kunstspedition, die von mir entsprechend Informationen dazu bekommt, wo die Kunstwerke wann abzuholen sind und noch viel wichtiger, wann sie dann hier sein sollen zum Aufbau. Also insgesamt am spannendsten ist für mich die Zusammenarbeit mit diesen vielen verschiedenen Menschen. Sowohl meinen Kollegen hier vor Ort, als eben auch dann in der Spedition, bei der Versicherung, aber auch mit den Künstlern und diesen vielen unterschiedlichen Leihgebern. Da sind ja Privatsammlungen dabei, aber auch Museen und das Ganze weltweit. Das macht es für mich am spannendsten. Ja, hinten die Tür auf, alles, alle Balken und so. Geht, ne? Ja, lass mal kicken. Was wäre für dich das Schlimmste, was passieren könnte? Dass die Kunst nicht ankommt. Das wäre das Allerschlimmste, weil das ist keine Ausstellung. Ja, ich bin Martin von Ostrowski, komme aus Berlin und habe heute am 5. Juni hier morgens um 10 Uhr einen Würfel aufgebaut mit der Frage, warum Kunst? Martin von Ostrowski. Kurz nachdem ich mit meiner Arbeit begonnen hatte, kam ein Mitarbeiter der Documenta auf mich zu, ganz aufgeregt und fragte mich, was ich da mache. Er sagte, Sie haben hier das Hausrecht, auf dem Friedrichplatz dürfte nichts aufgestellt werden. Habe ich gesagt, ich habe bereits 1992 ein Projekt hier auf dem Friedrichplatz gemacht, als Jan Uth Documenta-Leiter war, 1997, als Frau David Leiterin war. Und ich möchte auch dieses Jahr wieder ein Projekt hier auf dem Friedrichplatz machen, eine Frage stellen. Und wir möchten nicht, dass außer den Künstlern, die im Hause sind, sich irgendwelche anderen, die nicht eingeladen wurden, hier eine Freifläche schaffen. Weil warum dürfen nicht alle Künstler weil wenn es machen? Anfängt, sind auf einmal 100 von Künstlern hier. Wäre das nicht schön? Nein. Es gibt eine Einladung, die ist offiziell und die hat Herr NW so ausgesprochen. Und das ist die offizielle Künstlerliste, sonst haben wir die Stadt komplett voll Kunst. Das ist schlimm, wenn eine Stadt. Nein, das ist nicht schlimm, ich bin selber Künstler und ich finde es ganz komisch, wenn Leute dann, wenn die Dokumente erst hierher kommen und dann erst aus den Löchern kommen. Tut mir leid, so ist es. Schauen Sie mal. Well, I mean, I think that the document is very unique and it bears repeating constantly simply because of the time scale within which one has to work. And to make an exhibition project that has a degree of legibility, you know, given the sprawling nature of the project. And I think that this is something that curatorially is very difficult, you know, to get a handle on, to be able to constitute a discourse of an exhibition that has a convincing visual perspective as well as, you know, a convincing conceptual, you know, approach, and that brings those two things together
to make an experience that could be taken as singular, but could also be taken as unique in the very settings in which the exhibition is embedded, which is the city of Kassel. So in that sense, I think that the challenges of making this kind of project, has to constantly to set about, being an interlocutor of so many different, perspectives, so many different, desires vis-a-vis both the institution and the public at large, as well as, struggling within oneself to be able to do that which is proper to one's intention and ideas. Was ist denn Mythos? Warte mal, ich muss mal nachgucken. Überlieferung eines Volkes von seiner Vorstellung über die Entstehung der Welt. Ja. Oder zur Legende gewordene Begebenheit. Zur Legende gewordene, das ist es, zur Legende gewordene Institution. Ja, der Dokumentarmythos ist ja auch das, was man daraus macht. Ich glaube, jeder, der hier mitarbeitet und so mit der Außenwelt Kontakt hat, spürt die Projektion. Dafür braucht man ungefähr 5 Tage, würde ich sagen. Dann weiß man, dass es etwas Besonderes ist und auch so wahrgenommen wird. Man weiß aber auch, dass es sozusagen eine Besonderheit ist, die ein Verfallsdatum hat. Ja. Am 9. Juni diesen Jahres interessiert sich keine Sau mehr für das, was ich hier mache. Da bin ich einfach wieder Markus Müller. Dass die Dokumente historisch trotzdem immer noch das ist, worauf alle gucken. Und das ist, was auch von Händlerseite her etwas ist, was sozusagen einfach als bestimmendes Ereignis gesehen wird. Und der Mythos ist letztlich etwas, ich würde gar nicht mehr von Mythos sprechen, sondern von einer Marke. Ja. Ich glaube, die Documenta ist tatsächlich eine Marke im Marktsinne. Also wir sind sowas Ähnliches wie Tempo oder Uhu oder Volkswagen oder Mercedes-Benz oder so. Also wir sind im Grunde genommen das Synonym für eine große zeitgenössische Kunstausstellung, bei der Kunst präsentiert wird, die mal zu Kontroversen und mal zum Schmunzeln und mal zum Genießen anregt. Bei dieser besonderen Ausgabe haben die Leute auch noch mitbekommen, dass wir neben der Kunst auch noch 4, 5 andere Sachen gemacht haben, diskutiert haben. Aber ansonsten verschwinden wir wirklich unter diesem Label, unter dieser Marke Documenta. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erfahrungen, wie stark diese Marke mittlerweile ist nach 50 Jahren. Ich denke, dass alle Bürger dieser Stadt verstanden haben, welche Funktion die Documenta für die Stadt einnimmt. Jeder wird es vor Ort im Urlaub prüfen können, wenn er gefragt wird, woher er kommt, sagt er meistens aus einer 200.000 Personenstadt zwischen Hannover und Frankfurt. Inzwischen sagt er, er kommt aus der Documenta-Stadt und das wissen dann die Leute. Ich denke, dass da ein Bewusstseinswandel eingetreten ist, dass die Bürger der Stadt Kassel sehr stolz sind auf diese Ausstellung, auch wenn sie nicht jedes Kunstwerk und jeden Künstler verstehen und zu vielen auch in Opposition sind. Aber jeder hat verstanden, was diese Ausstellung bedeutet. You know, the opening is a blur, but I think, a sense of relief. But also the utmost happiness that the project, after all, had come about in much the same way that we imagined it, with a few differences, of course, but and a sense of incredible, gratitude to the city of Kassel. It was very touching to think that such a small city could put, together such a formidable exhibition, and that many people were that interested in the field of contemporary arts to have made the effort. I was proud of my team. I was proud of our efforts. I was happy about
the collegiality of our work, of the friendships that we made. And so it was a time of really, you know, great pleasure. And the march that I remember of that opening, because it was, it's almost like a whirl in a sense. But yes, quite a memorable occasion. Das da. さあ、叩けけさ。砕けけさ。噂に聞こえたすごいやつ。キーアタック電光パンチ。生まれ変わった不死身の体。反動の軍団倒すまね。燃える怒りを打ちかませ。 人間キャシャンキャシャンキャシャン嵐のようなすごいやつ契約アタック優勢キックうわーすごいおよろず不死身の体 What is this about?